Hier spricht Ostra und du siehst eine weitere Folge The Last Remnant. Und wir sind zurück aus den Ruinen der Burg Robelia, wo wir eine kleine Gruppe von Anti-Artefakt-Aktivisten in die Flucht geschlagen und in die Schranken gewiesen haben und gehen zurück nach Adlum. Denn damit läuten wir das Ende des Tutorials ein. Und wenn du entscheiden möchtest, welche Waffen wir benutzen und welchen Kampfstil wir benutzen möchten, dann mach das doch in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's hier weiter mit einer kleinen Cutscene.闇ブローカーに反レムナント活動家か。なるほど。我らが獣人たちと戦っている間におかしなやからをのさばらせてしまったようだな。すでに解決済みのことです。ダビッド様がお気に病む必要はございません。それより新たな情報があると聞きましたが、どういうものです？空をよぎる光を見たという情報が多数寄せられております。 光？レムナントは時々発光現象、すなわちルミナスを起こす。バレリアハートやゲイボルグも同様、その光が雲に反射して見えたのでは。しかしここしばらくはバレリアハートにもゲイボルグにもルミナスは起きてはおりませんな。じゃあ他のレムナントとか？その光は まるで意志があるかのように空を飛んでいったそうです。これはルミナスとは違いますな。空飛ぶ化け物。おそらくは。その光はどこへ？ディル高原です。よし、四将軍はラッシュ君と共にディル高原へ向かえ。族のレムナントには十分気をつけろ。 레므난토? 소라토브 바게모노? 가? 레므난토に関しては 아카데미가 全て 관리しているはずです. しかし, そのような 레므난토와 聞いたことがありません. 아카데미가 知っている 레므난토など ほんの 일부に 過ぎ. 族は 未知の 레므난토と その 계약자를 요している. 戦いは 慎重に 行え. 이리나城 救出を 最優先せよ. Yes, my lord. Jawohl, was war das? Was war das für eine Geste? Die vollste Ballen und dann die Hüfte nach vorne strecken? Weiß ich nicht, und er hat sich drüber gefreut. Okay, machen wir das. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, als ob wir in irgendeiner Form hier auf einen Hinweis gestoßen sind. Torgel und Emmas Gruppen sind der Gruppe beigetreten. Okay. Nur die beiden? Oder was? Oh, ah ne, er hat Pargis dabei und ich hab Blockter dabei. Ich selbst bin auch dabei. Okay. Hm. Ich spiel hier nur eine untergeordnete Rolle. Rush, ich möchte, dass du mit den Generälen nach Dilmore gehst. Sei vorsichtig. Auf geht es! Ich wollte nochmal eben im Stadtviertel gucken. Ich habe ja gesagt, wir probieren ein paar Waffen aus, damit ihr mal mehr als nur eine Waffe seht. Und da werde ich jetzt mal eben schauen, dass ich vielleicht noch was anderes außer die beiden Breitschwerter euch vorstellen kann. Und gehe dazu mal hier hin. Ich glaube, das ist alles immer noch im Tutorial, was wir gerade machen. Ich nehme mal Item sortieren. R ist Modell anzeigen. R. Achso, R eindrücken. Das hier. Ah, okay. Boah, so eine Lanze wäre natürlich schon extrem witzig, oder? Stange Speer, Stange Stab, Brecher Hammer, ein Drachenschild. Die Sachen sind ausverkauft. Ich würde so eine Lanze fast mal versuchen. Ne? Und kauf die einfach mal. Und ich rüste die auch jetzt direkt aus. Denn wir haben ja genug Platz und wir haben auch genug Geld und an der wollten wir wohl nicht vorbei. Hi! Okay, es ist also immer noch, das gehört immer noch zum Tutorial. Ich dachte, wir wären da raus. Macht aber nichts. Wir haben im Inventar 4, wir kaufen davon nochmal 4. Wir haben im Inventar 5, wir kaufen davon nochmal 5. Hört sich doch interessant an. Ein bisschen was zu heilen dabei haben ist ja nicht schlecht, weil in den Kämpfen geht ja ganz schön die Post ab, wie ihr gemerkt habt. Schön, dass ich nach jedem Kampf wieder volle Lebens- und Mana-Energien habe. Aber es ist halt auch immer so, das ist auch ganz schnell weg.
Die leuchtende Seele segnet dieses Hochland mit einem fruchtbaren Boden. In dieser Gegend gab es einst eine florierende Stadt. Das ist Dilmore. Dann lass uns mal nach Dilmore gehen. Ich bin ganz gespannt, wie es da aussehen wird. Oh, Hundis. Eine riesige Brücke. Ich mag das, wenn man so sieht, was so abgeht auf dem Plateau. Lady Emma berichtet, dass deinem Talisman eine mysteriöse Kraft innewohnt. Jo, stimmt. Du glaubst, sie lügt? Lady Emma ist eine ehrliche Person. Ich habe keinen Grund, an ihr zu zweifeln. Diese Kraft, kann sie auch außerhalb von Schlachten genutzt werden? Was meinst du? Kannst du mir die Kräfte jetzt zeigen? Ich weiß nicht. Ich kann es ja mal probieren. Was ist da gerade passiert? Ich verstehe. Ihm wohnt die Kraft inne, die Zeit zu manipulieren. Bei geeigneter Anwendung kann dir das einen klaren Vorteil im Kampf verschaffen und ermöglicht dir, viele Gegner auf einmal zu bekämpfen. Jedoch wird die Kraft sicherlich nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Setze sie klug ein. Zeitlupe ist verfügbar. Drücke den rechten Button zum Ausführen. Dies verlangsamt den Fluss der Zeit für eine Weile. Während der Zeitlupe werden Monster in der Nähe als angreifbar markiert. Rechten Trigger während der Zeitlupe zu drücken, löst eine Schlacht mit allen markierten Monstern aus. Was natürlich unter Umständen eine ganze Menge markierter Monster sein können. Hier ist nix, okay. Weil da sind zum Beispiel einige Monster. Jetzt könnten wir ja sagen, wir verlangsamen hier die Zeit und können mit den drei dann den Kampf beginnen. Ich glaube, das wollten die uns zeigen. Das kannte ich aber schon. Aber vielleicht einigen von euch noch nicht. Also, da habt ihr es gesehen, was es macht. Und es macht natürlich das Ganze ein bisschen gefährlich. Ich habe auch schon so leicht rausgehört, dass das mit dem Kampfsystem ein bisschen schwierig ist. Gut, sehe ich ein. Man sieht immer, wie viele Kompanien eine Einheit hat an den Hand der blauen Kugeln. Zum Beispiel ist diese D-Gruppe der Gegner hat relativ viele Gegner. Und dort werden wir uns jetzt mal mit beschäftigen. Außerdem, diese Einsergruppe hier interessiert niemanden. Das ist ein einziger Gegner im Verband. Aber die nächstmögliche Einheit ist die. Wir werden diese mal einfach nur angreifen und werden nochmal gucken, was kommt. Und wir blockieren die. Das heißt, die waren auch unterwegs, uns anzugreifen. Zack, zack. Wieder das A. Oh, rechter Trigger, zu langsam, macht nicht, blockt da hart, trotzdem umgehauen. Das ist übrigens die Lanze, hat man jetzt hier gerade so ein kleines bisschen gesehen. Zum Glück haben wir viel Leben und können eine ganze Menge Schaden aushalten. Wobei wir dazu sagen müssen, wir haben nicht so viel Leben. Oh, die haben uns interventioniert. Warum? Wir waren auch auf dem Weg, die anzugreifen. Achso, übrigens hat er vier Hände, falls sich einer gefragt hat, was mit den Katzen los ist. Wow, wir haben eine ganze Menge Flankenangriffe kassiert. Wir greifen bestimmt nicht die Einergruppe an, wenn dann die Flankengruppe. Mit einem normalen Angriff. Und wir werden hier mit LP hochhalten. Einfach mal versuchen, unser Leben ein bisschen zu setzen. Was ich gerade sagen wollte, es ist ja schön, dass unser Verband so viel Leben hat. Das darf uns aber nicht. Wir treffen noch nicht ganz so gut. Das war mit Magie heilen. So. Man muss immer aufpassen, wenn ein einziger Charakter, so wie jetzt gerade, öfter angegriffen wird von Gegnern, wie jetzt auch wieder, kann es auch passieren, dass dieser einzelne Charakter sein Leben verliert. Und dass dieser einzelne Charakter dann... Weil es ist immer schwierig, dabei gleichzeitig zu reden, wenn man die Tasten drücken muss. Dann gewöhne ich mich aber. Macht euch darum keine Sorgen. Wir greifen mal die an und wir können hier wieder... Wir können einfach mit mystischen Künsten angreifen, warum nicht? Kann es sein, dass diese dann untergehen, die Charaktere? Und dann haben wir folgendes Phänomen. Dass wir die Attacken, die dieser Charakter nutzen würde und nutzen könnte, nicht mehr nutzen können. Da sieht man auch, der knickt gleich ein und er fällt alleine um. Die Gruppe ist deswegen nicht vernichtet, weil die Gruppe immer noch Leben hat. Aber seine Fähigkeiten fallen einfach für die Gruppe weg. Und man muss wieder neu denken und umdenken.
Und auch nach dem Kampf liegt er noch am Boden. AP gestiegen, Intellekt gestiegen, Wildheit und Stärkungsgrad 2 gelernt. Ein gefangenes Monster, nice. Aber davon haben wir viel zu wenig Sachen. Wir machen mal kaputt, was aus dem Monster kam. Und nehmen lieber die Klamotten mit. Erstmal zumindest. Denn daraus können wir tolle Sachen bauen. Noch nicht, aber irgendwann, wenn wir aus dem Tutorial raus sind, können wir damit Sachen bauen. Hier ist auch nichts. Sehr gut. Oh, hallo. Ist der alleine? Vielleicht komme ich noch bis da oben hin, dann können wir mit den anderen kämpfen. Ne. Dann kämpfen wir mit dem allein und kämpfen dann gegen die drei Hunde. Wir können das mit der Zeitlupe immer machen. Ist kein Problem. Was haben wir denn dabei? Pages haben wir dabei, Torgel haben wir dabei, so. Mystische Kampfkünste und hier improvisieren wir einfach mal. Improvisieren können wir dann immer nutzen, um eventuelle neue Fähigkeiten zu lernen und einfach die Leute machen einfach, wie es gerade ist. Also wenn ich viel Schaden kriegen würde, würden unsere Leute sich überlegen, oh, vielleicht sollte ich lieber heilen anstatt... Ein gefangener Raptor, auch den werde ich erstmal auseinanderbauen, weil wir haben keine Hörner und Schuppen gehabt. Ja. Und im Laufe des Spiels wird das auch ein bisschen klarer. Im Moment benutzen wir halt die Tutorial-Gruppen und die Leute, die man uns gibt, damit wir damit interagieren und arbeiten können. Und das macht das natürlich alles ein bisschen banaler, weil man nicht so drauf guckt, was können meine Leute, was möchte ich gerne in meiner Gruppe haben, was meine Leute können sollten und was ich gerne erreichen möchte. Man könnte sich auch eine Gruppe machen, die einfach nur Schilde trägt, die dann da rumlaufen und einfach nur Blockaden und Flanken aufbauen, damit man dann mit den anderen Gruppen richtig Schaden austeilen kann. Aber diese ganzen Sachen werden wir dann zusammen erarbeiten, wenn es soweit ist. Noch sind wir im Tutorial und erstmal suchen wir nach Irina. Au. Sehr gut ausgewichen, ich selbst. Danke, ich selbst. Weitermachen, ich selbst. Okay. Und die sind alle ziemlich... Au. Merkwürdig, dass ich hier nicht schneller war mit Pages und meinen anderen Leuten. Weil ich dachte eigentlich schon, dass die Gruppe mal irgendjemanden blocken kann. Interventionieren, wie die auch hier dazu sagen. So, erstmal greift natürlich die Gruppe an, die mit der Gruppe in der Blockade steht. Macht natürlich Sinn. Denn, oh, zu schnell. Denn das... Die sind direkt am Mann, die kämpfen schon mit denen. Und da mache ich dann meine Sache. Stärke, Liebe ist gestiegen, AP ist gestiegen. Wir behalten diesmal das Monster, weil... Ne? Wir haben alle Materialien aus dem Viech. Ich höre noch Monster. Ach, hier waren noch zwei. Mist, die waren ganz nah. So, jetzt haben wir wieder drei am Wickel. War zwar knapp, aber wir nehmen die alle mit. Denn umso mehr wir kämpfen, umso schwerer wir uns die Kämpfe machen, umso mehr Loot gibt's. Wir können ruhig mit Kampfkünsten hier agieren und hier können wir auch mit... Einfach angreifen, was soll das? Wir müssen jetzt nicht super leicht und einfach kämpfen. Es reicht auch, wenn wir einfach mal draufhauen. Zack, und den einfach mal vernichten. Je nachdem, welche Waffe man übrigens benutzt, haben diese Waffen auch noch verschiedene Effekte auf die Gegner. Vier Schnitte. Ja, er hat auch vier Arme. Aber dazu dann auch mehr. Ein Hammer kann die Leute ausnocken und dies und das kann passieren und die können langsamer werden. All so ein Blödsinn. Aber dafür ist es einfach viel zu früh. Im Moment ist es grafisch schnell anzusehen und man sieht, wie sich hier irgendwelche Leute mit irgendwelchen anderen Leuten prügeln. Reicht doch erstmal. Sehr guter Block und man kann, wie man da gerade gesehen hat, in den Blockaden auch drücken, um dann Gegenangriffe zu starten. Deswegen, in den Kämpfen muss ich dann immer schauen, dass ich neben dem ganzen Quatschen... Oh, zu schnell. Auch mal versuche... Na gut. Die richtigen Tasten zu drücken. So, die Blockade wird uns hier nicht unbedingt aufhalten. Obwohl wir schon ziemlich viel Schaden gekriegt haben. Aber wir machen uns jetzt hier keinen fertig. Denn der war alleine und dadurch nicht unbedingt stark. Scharfsinn, AP, LP, LP, LP. Mehr Lebenskraft ist das, was wir wollen. Sechs Fenrir-Hörner.
Hm. Da freue ich mich. Okay, du bist wieder so ein Viech. Da kommen wir gleich zu. Erstmal werde ich mir das Ding hier holen. Und mal schauen, was in dieser Truhe ist. Karte von Dilmore entdeckt. Schön. Wenn ich wüsste, wie man auf die Karte geht. Oh, jetzt habe ich schon die Zeitlupe angemacht. Hat er mir gerade gesagt, was das für eine Karte, was das für eine Taste ist. Na, müssen wir den alleine nehmen und dann können wir, glaube ich, durchlaufen und all diese komischen Kämpfer nehmen, die da auf der Brücke stehen. Huch. Wir improvisieren zweimal, sollte für diese Gruppe definitiv reichen. Beim Improvisieren wird man gleich sehen, die werden auch einfach, wenn die Lust haben, Spezialattacken einfach machen. So wie zum Beispiel hier. Durch diese ganzen Treffer, die ich reinmache, haben meine Leute die Möglichkeit, AP zu sammeln. Und mit den AP können die dann neue Angriffe formulieren und sich neue Sachen überdenken. Wow, das war schnell. Und dann geht das ja ganz fix. Verstand, AP, AP und Stärke, neue Klasse, geübter Kämpfer. Okay. Hört sich doch interessant an, wenn ich ein geübter Kämpfer bin. Es ist so im Moment sehr viel über den Kampf, den ich euch erzählen kann. Ich kann euch erzählen, dass das Wetter einigermaßen schön ist und dass es hier ganz schön tiefer drunter geht. Und Nebel hängt im Tal. Warum auch nicht? Ich mag das und die Brücke ist ziemlich kaputt. Aber es ist auch nicht unbedingt was Neues. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Einen einzigen Gegner nur gekriegt, weil ich zu gierig war. Oh Mann. Naja, gut, dann greifen wir den mal an. Den einzelnen einfachen Gegner. Die haben auch Waffen. Das ist auch ein sehr interessant, wie die kämpfen. Ach, ich war noch dran. Pups. Ja, und da sieht man. Oh. Den werde ich in verschiedene Körperteile zusammenschneiden. Na, warte mal, wenn ich jetzt den habe und den da hinten habe. Ah, dann lass es. Den hier nochmal nehmen und dann nochmal darüber reiten. Ich mag den neuen Controller so gerne. Jetzt müsste es aber klappen, dass wir beide kriegen. So, wenigstens schon mal zwei. Das ist schon mal viel wert. Da oben war auch ein Speicher, beziehungsweise ein Weltpunkt. So, da stehen die ganz gut dran und wir rennen bis nach hinten hin und machen mystische Kräfte. So, die wollten sich sowieso angreifen. Sehr gut, so ist es. Und das sind die vier Schnitte, um den letzten noch 1200 Schaden zu machen. Warum nicht? Oh, zu schnell. Das tut mir leid. Da hätte ich wieder alle meine Aktionen nach vorne rücken können, damit die Gegner gar nicht hier der falschen Tastenmann. So, perfekt. Zwar nicht viel geschafft, aber doch etwas erreicht. LP, AP. Ich weiß nicht, wie interessant das ist, wenn wir die ganzen Generäle hier leveln. Ah, den behalten wir mal. Wir brauchen auch das Geld. Wir müssen immer an unsere Brieftasche denken. Ich glaube, wir gehen erst nach links für die Hunde und dann gehen wir, glaube ich, da hoch. Denn da ist ja diese komische pulsierende Kuppel, wo uns das Spiel schon mal so ein bisschen drauf rangeteased hat, was es da zu machen gibt. Und lasst euch jetzt hiervon nicht auch so entmutigen oder die Lust an dem Spiel nehmen. Da kommen ganz viele interessante Sachen, sobald wir aus dem Tutorial raus sind. Das kann ich immer nur wieder betonen, denn das ist wirklich so, wie es dann am Ende auch ist. Bleibt auf den Beinen. Bleibt auf den Beinen ist, wir können einfach stehen bleiben und gucken, was passiert. Und werden dann angegriffen und werden dann auf diesen Angriff reagieren. Das ist übrigens sehr häufig, dass man diese Tasten drücken muss. Kann ich auch abschalten. Auf der anderen Seite finde ich das aber ganz interessant und witzig. Und wenn man dann verkackt, dann weiß man wenigstens, dass man selber war. Der hier die falschen Knöpfe gedrückt hat und dann eventuell den Kampf verloren hat, weil er zu doof ist, drei Tasten zu drücken. Oh. Naja. Wird der Gruppe nicht so wirklich schaden.
improvisieren wir mal gegen die Gruppe. Und die flankierende Gruppe werden wir mit Kampfkünsten niederreißen. Ich meine, wir können 21 AP nutzen. Da werden schon irgendwelche Attacken bei rumkommen. Ja, und auch nach dem Kampf können die noch ihre Sachen überdenken, um dann andere Dinge zu tun, wie man gerade hier gesehen hat. Ach, da war ich zu langsam. Schade, hätte jetzt ein Wow, das war aber ein fixer Block. Auch, man hat gerade gesehen, die Charaktere können eigenständig denken, wie sie ihre Waffen nutzen wollen. Sie hat normalerweise zwei, die Emma. Hat aber gesagt, okay, komm, ich mach den Beinspalter und werde damit dann... Ne? Ihr habt es gesehen. Eine Waffe wegstecken, damit ich die Attacke machen kann. So, und das war's schon für diese Attacke. Ein bisschen Exkursion jetzt hier in das Kampfsystem. Beim nächsten Mal geht's wieder mehr ums Game, auch mehr um die Story, denn dann werden wir wahrscheinlich da oben dieses komische Kügelchen einmal auskundschaften. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif.